Mein Forschungsthema ist, wie man aus Beobachtungsdaten auf zugrunde liegende Gesetzmäßigkeiten schließt. Grundsätzlich ist das maschinelle Lernen wahrscheinlich die Schlüsseldisziplin im Studium der künstlichen Intelligenz. Wenn wir verstehen wollen, wie Intelligenz funktioniert, dann wird das Verständnis von Lernen eine wesentliche Rolle spielen. Im maschinellen Lernen haben wir so ein Spannungsverhältnis zwischen der Komplexität der Probleme, die wir analysieren müssen, und der Einfachheit der Methoden, die wir anwenden wollen. Jetzt müssen wir irgendwie diese Brücke schlagen zwischen dem Einfachen, was wir können und verstehen, und dem Komplexen, auf das wir es anwenden wollen. Und diese Brücke kann geschlagen werden durch diese sogenannten Kernmethoden. Mit diesem Kernträger kann man lineare, verständliche Algorithmen, analysierbare Algorithmen auf komplexe, nicht lineare Szenarien verallgemeinern.